Moin, herzlich willkommen zu Präsentare Live, Ausgabe 22. Heute wieder mal ganz anders als sonst, von wegen 11.30 Uhr. Ich musste noch so ein bisschen rumschnibbeln und Videos schneiden und es hat alles wieder viel, viel länger gedauert als geplant, daher heute erst um kurz nach 12. Und dafür auch eine wirklich kurze Sendung. Ich habe nur zwei Themen. Ich befasse mich heute wirklich nur mit PowerPoint und im ersten Thema in der Wechselwirkung mit Microsoft Teams und mit Zoom. Da kam ja in der letzten Woche so die Frage auf, habt ihr denn schon mal die Referentenansicht in Teams und Zoom genutzt? Und da gab es wirklich in meiner Umfrage so eine ganz kontroverse Diskussion. Wie kann man das dann auch ohne Referentenansicht machen, sagten einige. Und andere meinten, oh, wie geht denn das? Oder ist ja viel zu kompliziert. Und da will ich also euch gleich mal zeigen, wie ich das mache, wenn man nur einen Bildschirm hat, also das ganz normale Setting, du bist mit einem Notebook im Homeoffice, hast nur deinen Bildschirm und du möchtest über Teams oder Zoom präsentieren und ich möchte euch zeigen, wie man dann die Referentenansicht einsetzen kann. Teams überrascht positiv, bei Zoom muss man Trick 17 anwenden und dann könnt ihr für euch ja entscheiden, ob das ein gangbarer Weg ist. Dann möchte ich euch ganz gerne zeigen, es gibt eine Tastenkombination, kann man nicht sagen, es ist nur eine Taste, die Taste H. Die kannte ich bisher noch nicht, das habe ich neulich erst in so einer Übersicht gesehen. Und die Taste kann etwas ganz Besonderes, die kann nämlich ja, etwas Verstecktes sichtbar machen. Das erzähle ich euch nachher in den PPTX-Files. Ja, wenn ihr mal schaut oder wenn ihr mal mögt, guckt doch mal, ob ihr mich überhaupt hört, ob ihr mich versteht, ob eben gerade die Musik auch zu hören war. Ihr habt ja mitbekommen, ne? Ich habe das jetzt ein bisschen überstürzt begonnen, nachdem ich mich wieder viel zu sehr verdaddelt habe mit meiner Vorbereitung für diese Sendung. Wenn ihr Lust habt, dann sagt doch mal kurz, von wo aus ihr zuschaut, ob ihr überhaupt da seid, ob es überhaupt jemanden gibt da draußen, der mir zuschaut gerade, das würde mich freuen. Und, oh ja, ich sehe hier sogar schon zwei, drei Kommentare. Aber wie nett, René, das ist ja toll, dass du gleich Hallo gesagt hast. Ich grüße auch in die Schweiz zurück. Danke fürs Zuschauen. Und Clemens ist auch da mit einem freundlichen Hallo. Danke fürs Zuschauen, Clemens. Ja, also eine kurze Sendung heute. Und ihr könnt gerne jederzeit in die Kommentare schreiben. Ihr könnt auch mir Fragen stellen. Ich kann mir vorstellen, wenn ich gleich die beiden Methoden vorgestellt habe, wie man mit der Referentenansicht arbeitet, da gibt es vielleicht den einen oder anderen eine andere Anmerkung von euch oder eine Frage. Versuche ich auf jeden Fall zu beantworten. Oh Mann, ja, Clemens, jetzt geht das los. Danke, dass du auch mir die Rückmeldung gibst für die Tontechnik und dass du mich gut hören kannst. Vielen Dank. Und Veronika, willkommen aus Wien. Ich grüße herzlich zurück. René, danke, Tonbild, okay, super. Und ja, wahrscheinlich, vielleicht sollte ich jetzt tatsächlich irgendwie später anfangen. 11.30 Uhr, 12 Uhr, vielleicht ist das ja so in eurer Mittagspause, so nebenher zum Gucken ganz gut. Christian, danke fürs Zuschauen, dass du mal kurz deine Arbeit in der Senderegie unterbrichst. Das freut mich sehr. Und Udo, du bist das erste Mal bei mir. Das ist ja schön, freue ich mich. Und Karin, das ist ja toll, dich zu sehen oder von dir zu hören. Danke, dass du da bist. Schöne Grüße nach Hamburg um die Ecke gewissermaßen. Und Peter ist da aus dem Saarland. Oh, sag mal, das ist ja richtig toll. Und Karl hat auch noch mal es geschafft, aus Wien zuzuschalten. Technisch alles klar bei dir, aber etwas wenig Licht heute im Gesicht. Ja, das stimmt. Ich habe irgend so eine Einstellung deaktiviert. Normalerweise müsste sich die Kamera ja automatisch auf meine Helligkeit, auf überhaupt die Lichtsituation einstellen. Und das habe ich ausgeschaltet. Und das führt dann dazu, dass ich immer nur auswählen kann,
bisschen dunkler oder ein bisschen heller und jetzt habe ich mich für die etwas dunklere Variante entschieden. Aber dafür, ne, wenn ich jetzt nur die Hand vor die Kamera halte, dann pumpt das Licht nicht und wird es nicht irgendwie besonders hell. Ich kann mal gucken, ob ich noch hier mit dem Licht hier vorne so ein bisschen arbeiten kann. Okay, prima. Danke für eure Rückmeldung. Das ist großartig. Das ist auch wirklich, ne, ich sage es jedes Mal und das ist wirklich auch etwas, was ihr nutzen könnt, wenn ihr live unterwegs seid, wenn ihr eine Präsentation macht oder eine Live-Sendung. Geht sofort in die Interaktion mit eurem Publikum. Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass dann diese leichte Anspannung, das Lampenfieber, sich auf ein wunderbar normales Maß reduziert. Ich bin nach wie vor natürlich ein bisschen unter Adrenalin angespannt und voller Energie, aber sobald ich in einen Dialog trete mit euch, ist das für mich wie ein Gespräch und ich kann ganz normal mit euch plaudern. Eine super Geschichte. Nutzt diese Kraft auch für euch, wenn ihr live präsentiert, gerade online. Ne? Guckt ja jetzt ja nur in dieses Kameraauge, aber wenn man eben diesen Kanal hat über den Chat oder über andere Rückkanäle, merkt man, da ist jemand und hört einem zu und ist interessiert. Das beflügelt ungemein. Okay, dann komme ich mal zum ersten Thema, wenn ich dann die richtigen Tasten hier drücken kann. Referentenansicht in Teams und Zoom. Und um das euch zeigen zu können, habe ich 2, 3 Minifilmchen vorbereitet, weil wenn ich jetzt den Bildschirm teile für diese Live-Sendung, kann ich nicht auch noch gleichzeitig mit Teams und mit Zoom hantieren. Das ist technisch irgendwie nicht so richtig möglich. Und bevor ich da jetzt mit einer zweiten Kamera über die Schulter auf einem zweiten Computer euch irgendwas mache, habe ich gedacht, ich produziere etwas vor. Das ist auch der Grund für die Verspätung heute. Und deshalb spiele ich jetzt mal einen kleinen Film ein und ich werde dazu kommentieren, was ich da mache. Mal gucken, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Fangen wir mit Teams an. Also, das, was ihr jetzt hier seht, ist mein Teams-Bildschirm. Ich habe jetzt PowerPoint gestartet im Präsentationsmodus. Und jetzt kommt der Trick. Ich gehe mit der rechten Maustaste auf den Bildschirm und habe Referentenansicht ausgewählt. Das ist total praktisch. Also, ich starte die Präsentation normal, gehe mit der rechten Maustaste auf den Präsentationsbildschirm und wähle Referentenansicht aus. Und dann habe ich diese Referentenansicht mit allen Vorteilen. Ich kann die aktuelle Folie sehen, ich kann Notizen sehen, ich kann sehen, was vorher passiert oder ich kann hier auch die Folienauswahl zeigen und mir die Folie auswählen, die ich als nächstes zeigen möchte. Funktioniert wunderbar, super komfortabel, richtig praktisch. Auch hier nochmal, ne, das kann ich direkt zur ersten Folie springen und alles präsentieren. Das Tolle ist, dass Teams, das ist jetzt die Ansicht, die Zuschauer haben, die sehen zwar noch, wie ich einmal kurz in diesen Kontextmodus gehe, in das Kontextmenü und die Referentenansicht starte, aber die Zuschauer sehen wirklich nur die Präsentationsfolie im Vollformat. Das heißt, ihr selbst als Referenten habt die volle Kontrolle und die Übersicht und eure Zuschauer sehen die Folien bildfüllend. Das ist super praktisch, super komfortabel von Teams. Also das muss ich mal wirklich sagen. Und mir war lange Zeit nicht bewusst, dass ich wirklich nur mit dem Rechtsklick auf dem Bildschirm und der Auswahl Referentenansicht sofort in diesen Modus komme. Also für eure Zuschauer, so wie gehabt, die sehen die Folien so wie hier auch bildfüllend. Und jetzt müsste das Video, glaube ich, mal langsam zu Ende sein, genau. Und ich aber als Referent habe die Vorschau, ich habe die Notizenansicht, also die Referentenansicht mit allen Vorteilen, die man sich so wünschen kann. Super einfach. Also nochmal als Rekapitulierung. Ihr startet ganz normal die Präsentation so, wie ihr sie immer teilen würdet in Teams. Aber während die Präsentation läuft, klickt ihr mit der rechten Maustaste auf den Präsentationsbildschirm. Es öffnet sich ein Kontextmenü. Ihr wählt Referentenansicht aus. Sofort habt ihr als Referent die Referentenansicht sichtbar, aber euer Publikum sieht nach wie vor nur die Folie. Genial. Richtig praktisch, super schnell. Was ein weiterer Vorteil ist, wenn ihr so präsentiert, wenn ihr Animationen habt, und ihr habt das vielleicht gesehen, da war ja diese eine Animation mit diesen blinkenden Lichtern, die laufen immer durch. Also auch wenn ihr zwischendurch mal auf ein anderes Fenster schauen müsst, wenn ihr im Referentenansichtsmodus seid und so präsentiert, laufen die Animationen immer weiter. Super praktisch, tolle Geschichte. So, wie sieht das Ganze mit Zoom aus? Denkt bitte dran, Konfiguration nur ein Bildschirm. Ne? Notebook nur ein Bildschirm oder PC mit nur einem Bildschirm. Da liegen dann ja alle Fenster übereinander und manchmal weiß man auch nicht genau, was da so passiert. Deshalb zeige ich es euch heute hier in der Simulation, wenn ihr mit Teams arbeitet, Rechtsklick, Referentenansicht und alles ist fein. Wie sieht das jetzt mit Zoom aus? Auch hier Setting nur ein Bildschirm und ich zeige euch mal den Einspieler.
Okay, also ich habe schon vorher die Präsentation gestartet und ich habe vorher schon die Referentenansicht gestartet. Und jetzt muss ich, um in Zoom, sag mal, die Referentenansicht nutzen zu können, muss ich einen Trick machen. Und zwar klicke ich jetzt hier auf Teilen. Also ich teile den Bildschirm und zwar unter Erweitert und dann steht Teil des Bildschirms. Das ist der Trick. Und jetzt seht ihr gleich so einen grünen Rahmen. Und dieser grüne Rahmen liegt jetzt, ja, ich bewege ihn so ein bisschen, er liegt jetzt exakt an der Stelle, wo die aktuelle Folie in der Referentenansicht dargestellt wird. Und so kann ich diesen Bereich, der jetzt von diesem grün-gelben Rahmen umklammert ist, diesen Bereich sende ich gewissermaßen nach draußen. Das heißt, meine Zuschauer sehen jetzt gerade die Folie A und jetzt die Folie B und dann auch die Animation mit dem 12 mal 8 Sekunden Pitch. Gleich schneide ich um und ihr seht jetzt das, was der Zuschauer sieht. Das dauert einen Augenblick. Übrigens, was hier nicht geht, wenn ihr jetzt diese Auswahl macht, das würde man auch sehen natürlich. Zoom zeigt alles, was sich innerhalb dieses Rahmens befindet. Das jetzt ist die Perspektive, wie es die Zuschauer sehen. Ganz normal, ihr habt die Folie bildfüllend, ihr könnt durchblättern. Ihr seht die Referentenansicht, eure Zuschauer sehen nur das, was innerhalb dieses Rahmens zu sehen ist, eingeblendet ist. Aber Achtung, gleich kommt diese Folienübersicht und dann merkt ihr, dass dann hier in diesem Fall auch eure Zuschauer die Folienübersicht sehen. Und dann merkt ihr schon, das ist ein Workaround mit Zoom. Also da ist es nicht ganz so betriebssicher, möchte ich sagen, wie bei Teams, wo ihr ganz klar wisst, okay, die Zuschauer sehen immer nur die volle PowerPoint-Folie. Zoom müsst ihr halt darauf achten, ihr gebt diesen speziellen Rahmen, diesen Teilbereich des Bildschirms frei. Und da müsst ihr halt darauf achten, dass auch wirklich nur das in diesem Rahmen sichtbar ist, was ihr auch zeigen wollt. Also, das ist bei Zoom der Workaround mit der Referentenansicht. Ihr startet zuerst die Referentenansicht und teilt dann mit diesem Bereich des Bildschirms nur die aktuelle Folie und ihr könnt dann darüber hinaus alles sehen, was ihr braucht, um euren Vortrag zu halten. Ihr habt die Notizen im Blick und ihr wisst auch, was als nächster Animationsschritt oder als nächste Folie kommt. In diesem Fall, wenn ihr nur einen Bildschirm habt, muss ich sagen, ist Teams ein bisschen komfortabler von der Bedienung her, aber ihr habt ja gesehen, mit Zoom geht es auch. Ihr müsst nur einige Dinge beachten. Okay. Hilft euch das? Ist das ein Workaround, mit dem ihr leben könnt? Kanntet ihr diesen Rechtsklick in Teams schon, dass ihr ganz einfach die Referentenansicht aktivieren konntet? Also wirklich zwei Klicks und ihr seid drin. Sagt doch mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Ich gucke mal gerade, was ihr da schon reingeschrieben habt. Okay, Peter, super Lösung. Ja, okay, finde ich auch. Also ich war auch wirklich überrascht, dass ich so einen Meilenstein neulich erst erfuhr. Genau, probier es aus. Also in Teams ist es wirklich super einfach. Ich habe mir so beholfen, um das zu simulieren. Ich habe in einem Browser, habe ich mich mit einem zweiten Account bei Teams eingewählt, um eben auch wirklich Zuschauer sein zu können. Und um das Video für euch machen zu können, habe ich einfach die Session aufgezeichnet. Ich habe das Video genommen, was also man in Teams starten und aufnehmen kann und habe euch damit im Grunde gezeigt, was die Zuschauer sehen können. Okay. Bitte, Andrea. Genau, super. Du kennst den Trick. Karin, vielen Dank. Das heißt, ich nehme an, du hast jetzt auch nur einen Bildschirm, denn man muss, also machen wir uns nichts vor. Wenn ihr zwei Bildschirme habt, ist es sowohl in Teams als auch in Zoom viel, viel einfacher. Denn da würde ich es zumindest so machen, ich lege die Präsentation, also die Folien, die ich teilen möchte, die lege ich auf den zweiten Bildschirm, bildfüllend. Und ich teile in Teams oder in Zoom, teile ich dann diesen zweiten Bildschirm. Und da habe ich auch absolut die Kontrolle und die Garantie, meine Zuschauer sehen wirklich nur das, was auf dem zweiten Bildschirm zu sehen ist. Und ich habe auf dem ersten Bildschirm, meinem Steuerbildschirm, alles unter Kontrolle. Ich sehe da die Referentenansicht und kann möglicherweise auch noch andere Fenster mit irgendwelchen Notizen öffnen. Ich kann auch die Zuschauer mir angucken und ansehen und habe dann mehr Möglichkeiten der Interaktion. Also mit zwei Bildschirmen ist es noch einfacher. Das waren es nur zwei Handgriffe, um euch die Situation mit nur einem Beispiel, einem Bildschirm näher zu bringen. Okay, ja, René, Referentenansicht kennst du schon, okay. Hast du es dann auch so mit Teams mal genutzt, wie ich das gerade gezeigt habe? Oder denn,
Da war ich auch ganz erstaunt bei der Umfrage letzte Woche. Da sagten die einen, ja, ich mache das nur mit Referenten. An sich geht es denn auch anders. Das waren aber immer die Leute, die mehr als einen Monitor im Einsatz haben. Und diejenigen, die nur einen Bildschirm nutzen, meinten eher so, weiß gar nicht, wie das geht oder ist es mir zu umständlich. Also machst du das auch in Teams und in Zoom oder machst du das nur, wenn du live vor Publikum präsentierst mit deinem Notebook, wo du einen Beamer angeschlossen hast? Dafür ist ja die Referentenansicht eigentlich gedacht. Clemens, okay, prima. Freut mich, dass ich dir in beiden Fällen was Neues sagen konnte. Prima. Genau, und Karin sagt, mit Teams habe ich es noch nicht ausprobiert. Also da, wie du siehst, ist es ja einfacher. Das scheint vielleicht daran zu liegen, dass Microsoft da irgendwie etwas genauer differenziert. Es sind ja, wenn man die Referentenansicht aktiviert, hat man ja drei Programmfenster offen. Du hast einmal die PowerPoint. Datei im Bearbeitungsmodus ist als Fenster offen. Dann hast du die Folien, die groß gezeigt werden. Das ist ein Fenster. Und dann hast du noch die Referentenansicht. Das sind drei Bildschirme, die also zeitgleich offen sind. Und da ist es für Zoom zumindest nicht möglich zu differenzieren, welches Fenster soll jetzt nun gezeigt werden. Teams bekommt es hin. Kann ich nicht auch nur ein Fenster zeigen, fragt Udo. Ja, das habe ich probiert. Also ich habe versucht, jetzt in Zoom zum Beispiel, nur das Bildschirmpräsentationsfenster auszuwählen. Das funktioniert aber nicht. Wenn du nur einen Bildschirm hast, dann musst du ja die Referentenansicht in den Vordergrund holen, damit du eben auch von den Vorteilen der Referentenansicht profitieren kannst. Und dann zeigt Zoom die Referentenansicht deinen Zuschauern. Zoom kann ganz offensichtlich nicht zwischen diesen drei Fenstern, die dann zeitgleich von PowerPoint offen sind, unterscheiden. Das kann nur Zoom. Nur Teams, Entschuldigung. Zoom kriegt das nicht hin. Und deshalb klappt das leider nicht, dass du sagst, ich teile explizit dieses Fenster. Das funktioniert nicht mit Zoom, weil Zoom nicht weiß, welches von den drei PowerPoint-Fenstern soll ich denn nehmen. Genau, das Problem, fragt Peter, ist, dass ich die Präsentation nicht unterbrechen kann. Dass man den nicht unterbrechen kann. Du meinst, ja, wenn man einmal in diesem Modus ist, wenn man sie abbricht, na doch, du könntest natürlich, ja, okay, da muss man jetzt auch unterscheiden. Du hast recht, in Zoom, wenn du kannst du höchstens sagen, ich höre auf, den Bildschirm zu teilen, ja, dann ist noch alles so eingestellt, also das heißt, der Rahmen, der jetzt in Zoom den Bereich der Referentenansicht sendet, der wird einfach nur, sag mal, deaktiviert, weil du ja das Teilen des Bildschirms abgebrochen hast. Du bist dann wieder mit deiner Webcam zu sehen, kannst was anderes sagen, erzählen, erläutern, vielleicht auch mit einem Flipchart arbeiten und du kannst danach dann ja auch wieder das Teilen des Bildschirms aktivieren, so wie du es gemacht hast. So könntest du die Präsentation unterbrechen. Das geht aber dann nicht innerhalb von PowerPoint, sondern es geht mit der Funktion Bildschirm teilen in Zoom bzw. in Teams. In Teams hast du eine weitere Möglichkeit. Du müsstest dann halt dein Teams-Fenster nach vorne holen. Das kannst du in Teams gefahrlos machen, weil Teams immer noch deine PowerPoint-Folie teilt. Und du kannst in Teams dich selbst in Spotlight setzen. Spotlight ist eine relativ neue Funktion, die in Teams dazu führt, dass wenn du dich in den Spotlight setzt, während du eine Bildschirmpräsentation teilst, dann wird dein Webcam-Bild groß gezeigt. Das heißt, du kannst durch das Aktivieren der Spotlight-Funktion kannst du dich als Webcam-Avatar oder als Videobild in den Vordergrund holen für deine Zuschauer. Und wenn du den Spotlight wieder deaktivierst, dann wird automatisch sofort wieder deine Bildschirmpräsentation gezeigt. Also so könntest du unterbrechen, aber du kannst währenddessen natürlich die Präsentation einfach weiterlaufen lassen und machst die Regie und die Kontrolle nur über Teams bzw. über Zoom. Okay, ja, René, freut mich, probier es mal, also schreib mir dann später gerne mal auch hier in die Kommentare oder eine Nachricht, ob es geklappt hat oder ob es irgendwo geklemmt hat, kann ich vielleicht ja noch einen Tipp geben, würde mich freuen. Wunderbar, was sagt Karin? Der Rahmen bei Zoom bleibt, man kann hin und her switchen. Ja, das ist richtig, genau, das stimmt, die Position des Rahmens, dieses Bildschirmausschnittes, die merkt sich Zoom natürlich. Das heißt, wenn man zwischendurch das Bildschirmteilen unterbricht und nachher wieder aktiviert, dann muss man jetzt nicht wieder bei Null anfangen und die Position dieses Rahmens neu definieren. Nein, Zoom merkt sich natürlich die Position des Rahmens und du kannst an der gleichen Stelle weitermachen. Super, ganz herzlichen Dank für eure vielen Rückmeldungen und eure Kommentare. Dann lasst mich doch mal
zum nächsten Thema kommen. Ja, jetzt möchte ich euch ganz gerne die Taste, die ich wirklich auch erst vor kurzem kennengelernt habe in PowerPoint, näher bringen. Das ist die magische Taste H während der Präsentation. Und also stellt euch mal vor, ihr habt eine Sequenz mit mehreren Folien. Hier ganz simpel dargestellt, Folie A, Folie B, Folie C. Und irgendwo mittendrin habt ihr eine ausgeblendete Folie. Das kann sinnvoll sein, wenn ihr eine plakative Präsentation vorhabt und präsentiert eure Themen, eure Schlagbegriffe, ihr arbeitet mit tollen Visualisierungen, mit plakativen Grafiken. Aber es kann sein, und das habt ihr entsprechend vorbereitet, dass an bestimmten Stellen vielleicht Rückfragen aus dem Publikum kommen. Oder dass ihr vielleicht, wenn ihr vor der Geschäftsleitung präsentiert und ihr wisst so, naja, es kann sein, dass ich da vielleicht ins Detail gehen muss auf Rückfrage. Dann könnt ihr an bestimmten Stellen Folien einbauen und die ausblenden. Diese ausgeblendete Folie enthält zum Beispiel dann Detailinformationen oder ausführliche Quellenangaben oder, keine Ahnung, nochmal eine Erläuterung, wie war das Verfahren bei der Marktforschung? Keine Ahnung, irgendwas, was man vielleicht in der normalen Story nicht unbedingt braucht, aber auf Nachfrage und nur auf Nachfrage in der Präsentation zeigen würde. Nun ist es so, wenn die Folie ausgeblendet ist, wird sie in der Präsentation nicht gezeigt. Also ich blätter mal ganz normal weiter in der Präsentation. Ich habe die Folie A, ich habe die Folie B. Und wenn ich jetzt weiterblende, müsste jetzt eigentlich die ausgeblendete Folie kommen. Aber nein, sie ist ja ausgeblendet, also kommt direkt die Folie C. So, jetzt gehe ich wieder zurück. Und jetzt ist der Trick, wenn ich jetzt die Taste H wie hidden, also versteckt drücke, das mache ich mal, dann wird die ausgeblendete Folie angezeigt. Ich kann also wieder zurückgehen. Und wenn ich jetzt wieder nach vorne gehe, kommt wieder direkt die Folie C. Ich kann also, wenn ich aber zurückgehe, witzigerweise, und ich habe einmal die ausgeblendete Folie schon mal gezeigt, dann wird beim Zurückgehen die ausgeblendete Folie dargestellt. Also, ich gehe nochmal auf die Folie A. Wenn ich jetzt die Taste H drücke, Achtung, ich habe das gehört, es gibt so ein akustisches Signal, so nach dem Motto, hey, hier folgt ja keine ausgeblendete Folie. Aber wenn ich auf die Folie B gehe, dahinter kommt ja die ausgeblendete Folie. Ich drücke jetzt die Taste H wie hidden und dann wird die ausgeblendete Folie dargestellt. Und danach kann ich ganz normal weitermachen über die Fernbedienung, über die Tastatur und komme zur Folie C. Das finde ich den Hammer. Das wusste ich bisher noch nicht. Also ich habe das sonst immer mit Hyperlinks gemacht oder mit irgendwelchen anderen Tricks, dass ich gesagt habe, über einen Hyperlink blende ich dann die ausgeblendete Folie ein. Aber dass das direkt mit der Taste H wie hin geht, war mir neu. Und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten und euch unbedingt zeigen. Kanntet ihr die Taste H schon? Ich muss mal gerade gucken, was ihr geschrieben habt. Das ist wie bei Excel mit den Columns. Du meinst, dass man mit H die versteckten, ausgeblendeten Spalten ein- und ausblenden kann? Okay, interessant. So wäre ich jetzt noch nicht an die Sache rangegangen. Danke, Marianne, für diesen Einwurf. Wie auch immer. Also auch ich als jemand, der wirklich weit über 25 Jahre mit PowerPoint arbeitet, entdeckt immer wieder etwas Neues. Und das fand ich gerade sehr schön. Und das erleichtert natürlich auch so die Arbeit. Es ist so oft, dass meine Kunden sagen, ich habe so Folien, die tue ich in den Anhang. Ja, und dann hat man nachher die eigentliche Präsentation, die ist schlank, kurz und knapp. Und dann gibt es irgendwann den Anhang, wo die ganzen Details sind. Aber wie sieht das denn in der Praxis aus? Angenommen, du präsentierst und dann kommt tatsächlich eine Rückfrage und sagt, Mensch, Herr Lamprecht, Sie haben ja gerade das Ergebnis der Marktforschung vorgestellt. Wie waren da die Methode? Wie genau sind Sie vorgegangen? Oder was waren genau die Zielgruppe, die da befragt wurde? Keine Ahnung, wie man das also jetzt gerade, was für eine Frage kommt. Aber du weißt, du hast dich vorbereitet, du hast irgendwo im Anhang jetzt diese Folie, die genau das erklärt. Dann müsstest du also jetzt irgendwie nach hinten gehen in den Anhang und dort die Folie suchen. Wenn du gut bist, hast du die Referenten Ansicht aktiv und kannst über die Foliensortierung gehen und versuchen, schnell die richtige Folie zu finden. Aber wie elegant ist es, wenn du in dem Kontext, in dem du dich befindest, einfach mit der Taste H die Folien einblendest, die dann die Details liefern, die du in dem Moment brauchst. Dafür ist es gedacht. Ich finde es eine super, super tolle Geschichte. Taste H, H wie hidden, zeigt die ausgeblendete oder die versteckte Folie an, die danach kommt.
René, und wie blendet man eine Folie in PPTX aus? Ganz einfach, du gehst in, du hast ganz normal die Ansicht in PowerPoint, du bearbeitest die Folie und du kannst entweder in der Folienübersicht, wo du alle Folien auch in der Reihenfolge verschieben kannst, klickst du mit der rechten Maustaste auf die Folie und dann kannst du aus dem Kontextmenü auswählen, ausblenden. Und dann siehst du auch, dass die Folie so ein bisschen grauer dargestellt wird und dann ist sie ausgeblendet. Ganz simpel. Also, oder du kannst es auch links in der Liste, wo die ganzen Folien untereinander angeordnet sind, kannst du auch die Folie mit der rechten Maustaste anklicken und ausblenden wählen. Und schon ist die Folie ausgeblendet. Und das heißt, während der Präsentation wird sie nicht angezeigt, es sei denn, du blendest sie mit der Taste H ein oder über einen Hyperlink. Das wäre eine andere Methode. Okay. Udo, ganz herzlichen Dank für dein Kompliment. Freut mich, dass es dir gefällt. Und ja, Karin, danke für deinen Besuch. Die Zeit ist um. Wir haben es ja jetzt auch schon 12:30. Und ja, halbe Stunde ist ja auch ungefähr dieses Format, was ich versuchen möchte einzuhalten. Ihr habt ja schon mitbekommen, dass ich auch mühelos, wenn ich Gäste habe, eine Stunde schnacken kann. Aber ich denke, eine halbe Stunde, das möchte ich in Zukunft einhalten. Wenn ihr mögt, schreibt doch noch mal rein in die Kommentare. Ist 12 Uhr als Startzeit für euch besser oder lieber 11.30 Uhr, wie ich das ja eigentlich geplant hatte? Heute bin ich ja aus anderen Gründen ein bisschen spät dran. Wenn ihr da eine Präferenz habt, schreibt doch noch kurz rein. 13 Uhr, Blödsinn, 12 Uhr oder 11.30 Uhr. Das wäre noch eine gute Orientierungshilfe für mich. Ansonsten danke ich für euer Interesse. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Erstmal 11.30 Uhr als Ziel. Es sei denn, ihr schreibt es alle 12 Uhr. Dann fange ich nächste Woche um 12 Uhr an. Also, ich wünsche euch was. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Thank you.